So. Du willst eigentlich hier weg. So, ich brauche Leder. Ja, dann was soll ich machen? Muss irgendwohin Leder suchen. Leder, 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 Leder. Wer droppt denn Leder hier? Ich gehe ins Neueste hin. Oh, die sind cool, diese hier, die so schweben. Ich weiß, es ist ein ganz schwach, habe ich ja nicht rausgeholt. Alter. Ich wollte nach Hause reisen. Du spawnst hier, wirst sofort angegriffen von zwei Seiten. Ey, what the fuck, Mann. Zum Fick. Ja, ich gehe mit einem Level 10 an, greife einen Level 30 an. Das ist halt auch nicht so das Beste, weißt du? Wo sind denn meine Powers jetzt hin? So, passt. Hier. Ja, du spawnst hier und dann bist du angegriffen. Bestellen. Wurde getroffen trotzdem, ey. Nein! Alter, wie schnell die schießen! Wie soll ich denn hier dodgen, Alter? Ja. Ist ja krank, Mann. Soll ich denn da, wie soll ich denn, also, das hat funktioniert oder was hier? Boah. Und diese Magie, zack, nimmt mir sofort das ganze Leben weg. Das ist krass. So, neue Kiste. Also ist voll. Und lang, ey. Muss eh Leben regen hier, von daher passt es ja. Nehme ich die ganzen Sachen hier raus. Tu sie da rein. War jetzt gerade wild. So, ich wollte eigentlich wegen Leder irgendwo hin, gell? Ich wollte eigentlich nur Lederarme. Ich hätte da hin. Die gestern immer weggelaufen haben, sind. Ah! Oh, wieso hat er denn nochmal zugeschlagen? Hallo?
4, 5. Nein! Hey, ich hab nicht gedrückt! Ich stopp sogar! Das war gestern auch schon mal beim Schläger. Ich drück die Taste, warte. Drück Taste, warte. Und dann macht er zweimal. Oh mein Gott, ey. Leder kriege ich von denen natürlich nicht, aber ich wollte die ja so haben. Ja, passiert halt immer wieder, wurde, wenn du zu klein. Ich bin ja, ich mache ja schon zu viel Schaden jetzt bei, für die. Mit der Armbrust tue ich die ja sofort kaputt hauen. Ein Schuss weg. Deswegen habe ich ja so kleine. Ey, ich kann. Also, das kannst du gar nicht dodgen. Ich versuche so wenig Schaden möglich zu machen. Ja, toll, auch wieder tot. Hier. Glaubt nicht, oder? Eigentlich würde ich, wollte ich den wollte ich eigentlich töten. Du musst aber 10 von einer Spezies holen, dann kriegst du Bonus. Ah, der hat Leder, schau mal an. Fast tot. Da wehrt er dich sogar noch, schau mal an. Mit 1 HP und wehrt sich. Ich habe, glaube ich, noch von keinem einzigen 10. Aber ich kann mal probieren, dass ich viele, dass ich mindestens 10 hole, kriege ich XP zum Level. Und dann kann ich die ja auch mit dem Fleischermesser da ein bisschen, kann ich die töten quasi. So wie bei Ark in der einen Folge letztens, wo ich 50 Dinos nebeneinander aufgereiht habe, also Dino-Babys und getötet habe und dann mit der Kettensäge da durchgegangen bin. Das war Main. Dafür braucht auch ganz schön. Da habe ich schon 10 Schafe. Ah, Level Up, geil. Okay, jetzt komme ich weiter. Kann ja nach Hause. Ich kann den Koch davor, dann können wir wieder skillen, die Basis. Aber wir können die Basis halt erweitern jetzt. Hier. Dankeschön, Dankeschön. Hier. Kochtopf. Feuerheizung. Abschussrohr für Pengolett. Ermöglicht es dir, Pengolett bei Aktivierung der Partnerfähigkeit zu verschießen. Mein Aufschlag wird Pengolett kampfunfähig. Floppy-Halsband. Halsband für Floppy. Ermöglicht es Floppy, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und Gegenstände in der Nähe jetzt einzusammeln. Sind dann irgendwann alle 5 draußen, oder was? Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, wo du. Meinst du? Ich meine, ich kann das ja in OBS einbinden. Aber das wäre dann im Bild. Und das Ding ist, wenn ich dann mal das Ding neu starte, fängt es wieder von Anfang an. Also gab es schon in den letzten paar Tage, wo es wohl einfach das Signal, dass das Ding nicht durchging. Da musste ich ja kurz neu starten. Und dann weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Und dass ich da manuell was hin tue. Also OBS auslesen würde gehen, aber ich möchte das nicht im Bild haben. Ich hatte ja, das können wir ja dazu schreiben.
Unten habe ich ja vielleicht irgendwo einen Titel stehen. Ich habe mir überlegt, weil Teacher auch schon gesagt hat, wegen Titel. Ich möchte diese. Ich möchte halt einfach mich manchmal hinsetzen und starten können. Weißt du, also ich muss eh schon so viel Vorbereitung machen. Mit der Uhr, mit dem Touchportal, mit dem, mit der Kamera, mit dem Licht, mit dem, so viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Titel hätte, jedes Mal muss ich dann wechseln. Wenn ich jetzt wieder schaue, Titel, was spiele ich für einen Spieltitel? Das wäre mir zu viel. Dann habe ich überlegt, dann lasse ich das erstmal komplett weg. Mit dem Timer muss ich es auf die Page irgendwie einbinden, weil ich es nicht im Bild haben will. Ich möchte keine Uhrzeit, nichts im Bild haben. Nicht mehr. Habe ich früher gehabt. Oben rechts, welche Uhr das ist, also wie viel Uhr es jetzt ist und welcher Tag, will ich nicht mehr. Weil ich cutte das halt so zusammen, dass es irgendwann rauskommt. In einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr, je nachdem, was halt davor kommt. Wichtig wäre halt der Kofi-Button unten hin. Wichtig wäre der Kofi-Button, aber das ist ja eh egal, da kommt ja keiner und sagt, hey, ich gönn dir mal was. Aber da müssen wir auch mal irgendwie machen. Da braucht man dann auch noch die Datenschutzscheiße für das auch. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll mit dem Streamt. Der Player zeigt es ja nicht an, gell? Also ich sehe es ja, oder? Sehe ich es? Ne, ich sehe es auch nicht. Also ich hab einen anderen Player, ich sehe es auch nicht, ne. Ist das tendenziell wichtig? Überlege ich gerade. Ich verstehe schon, man ist es gewohnt von Twitch und den ganzen Sachen. Und es ist auch richtig, dass man Vorschläge macht und noch fragt, was ich noch machen kann. Wollte ich ja. Aber ich überlege, wenn ich was ende, dass es halt für mich nicht noch mehr Arbeit ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil ihr habt nicht gestreamt oder so, oder nur manchmal man streamt gerade nicht und dann denkt man sich, komm, man müsste jetzt starten, dann denkt man, man muss dies machen, das machen, jede, ach komm, lass. Und, ich weiß nicht genau, wie ich das mit OBS einbinden soll. Also wenn OBS durchgehend läuft, ist es ja okay. Wir könnten manuell einen Timer hinmachen, dann müsste ich auf die Homepage gehen und starten mit dem Knopf und danach beenden. Wenn es nicht automatisiert wird, ist das Kacke. Also es sollte nur auf der Page stehen. Ich weiß nicht, wie man das verbinden kann. Dass es nur auf der Page steht. Kann man meinen OBS irgendwie mit das verbinden? Ja, das ist ja auch irgendwie komisch dann, ne? Jo, machst du mal. Das mit dem oben und auf die Page gehen, dass dann die einzelnen Dinger durchgehen, ist glaube ich nicht schlecht. Hat mich auf vielen Pages genervt, aber das ist jetzt nur so eine Art Beispiel. Wie wir die anderen Videos einbinden, weiß ich halt noch nicht genau. Also VOD finde ich halt keinen Server, der einigermaßen günstig ist und ich da irgendwas einbinden kann. Also VOD lassen wir erstmal. VOD ist halt für mich halt noch eine Mehrarbeit. Weil ich kann das VOD nicht so nehmen, wie es ist. Ich müsste es, Ich habe für die ersten 5 Folgen extra ein VOD gecuttet. Und das ist krass bei 170 GB. So Aufnahmen haben 100 bis 200 GB, was ich hier mache. Täglich.
Habe ich gemacht, ich habe es umgewandelt, ich habe es gecuttet, ich habe es nochmal umgewandelt, viermal umgewandelt, aber es, ich habe keinen so einen Player gefunden, der es angenommen hat. Ich habe Google Drive probiert, ich habe noch andere getestet, das ist aber zu groß alles. Ich meine, ich habe es von 170 GB auf 29 GB runter konvertiert für VOD, aber es ist trotzdem noch 30 GB oder so. Müssen wir gucken, wie sich das ergibt. Ah, ich hab einige. Aber ich tue das Archiv klein machen. Ich streame ja mit, also ich nehme auf mit 25.000 bis 35.000. Und wenn der Stream vorbei ist, nehme ich das Material, tue es eigentlich schneiden, in der gleichen Qualität und tue es hochladen auf YouTube. Und aus diesen 200, also 100 bis 200, 300 Gigabyte werden am Schluss pro Stunde nur noch 1 Gigabyte. Ich tue es halt dann extrem runter komprimieren. Dann geht's halt. Wenn ich das aber nicht verarbeite, nicht karte, sammelt sich das halt. Ich habe gestern halt erst DayZ Tag 1 kopiert und Palworld Tag 1. 170 GB und 130 GB. Da bin ich ja gerade dabei. Aber ich habe halt gemerkt, wenn man wirklich immer wieder regelmäßig online ist und Videomaterial sammelt, geht der Speicher schon extrem schnell in die Knie. Das ist ja alles halb so wild. Wir machen ein bisschen und dann nachher sicher mal wieder ein paar Tage nur noch cutten und das und sortieren. Was ja auch passt dann. Wo ist denn Kochen? Kochtopf, geil, Mann. Einen ganz entspannten kleinen Kochtopf. Nein, stopp, will ich nicht. Ich habe irgendwas falsch gedrückt. Stopp, weg. Jetzt hat. Also das Einfachste wäre, das aufzunehmen und dann direkt zu verarbeiten, weil aus... Was ist denn gestern? Ich muss keine Sense genau sagen. Also man kann grob rechnen. 11, eine Stunde. Eine Stunde 11 bis 13 Gigabyte ungefähr. Und wenn ich es dann runter komprimiere, ist es nur noch 1 Gigabyte bis 1,1 pro Stunde. Also zehnfache weniger. Plus minus. Oha, guck mal an hier. Marinierte Pilze, Marmeladenbrötchen. Wow, was ist jetzt hier los? Gönnen wir mal zum Pilz. Schön in der Pfanne. Wir müssen irgendwie eine Verknüpfung schaffen. Ich weiß nicht, wie man das manuell macht. Oder ob es nicht zu gefährlich ist, dass ich selbst so eine API habe, dass wenn ein Programm diese API nutzt, kann es Daten auslesen von mir. Und ich müsste das selber bestimmen, welche Daten. Zum Beispiel die Laufzeit von OBS. Zum Beispiel den Titel vom Spiel irgendwo, irgendwie automatisch. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Bots für Discord, was man kombinieren kann und so. Ist das notwendig? Nein. Wenn man Bock hat, kommt man her, sagt hallo, schaut sich diesen Scheiß an, fertig. Egal, was da steht. Egal, was auf einer Homepage ist mit Glitzer und auf der Homepage mit Müll. Man kommt rein, kann was machen, aber Quality of Life. Das ist halt... Ein Gericht aus marinierten Pilzen steigert vorübergehend die Verteidigung um 10%.
Da fängt das Spiel jetzt an. Da fängt das Spiel jetzt an und ich verstehe die Kühlbox nicht. Ich tue was in die Kühlbox, es geht genauso schnell runter. Nee, wir lassen es halt nicht so. Wir machen Quality of Life. Gar nicht. Die ist ja noch nicht wasserdicht. Sie muss halt irgendwie vom Gesetz her bestehen. Das ist noch nicht wasserdicht. Erstmal muss sie vom Gesetz her überstehen. Und dann die Quality of Life oder beides gleichzeitig so ein bisschen. Ich will die früher oder später ja auch nutzen, wenn ich sage, hey, guck mal, ich habe hier was vor, das ist die Page. Würdest du mit mir zusammenarbeiten oder würdest du mir irgendwas machen? So kleine andere Leute, vielleicht so unabhängige Indie-Typen oder so, kein Plan. Werde ich es machen? Glaube ich weniger, aber wenn ich die Option habe, wäre es ja schon mal geil. Was man sagen kann, man geht drauf und ist stolz drauf, dass es halt von außen gut aussieht, weißt du, dass die Firmen das halt zu schätzen wissen oder das halt, sieht, dass man halt, das hat funktioniert. Weil das ist die erste Internetpräsenz nach 2004, 5, außerhalb der sozialen Medien. Wo ich ja dann wirklich dahinter stehen möchte. Der Char hat Hunger? Deswegen ist er so, oh, er sinkt, Leben sinkt wegen Hunger. Nimm dir doch ein paar Sachen. Ich habe hier sind 800 Bären und die verhungert hier. Hier 4 Kilo Bären. Ja. Gönn dir hier 10 Kilo Bären. Und die verhungert hier. Kannst keinem erzählen. HP fast gestorben. Und das nach dem Schlaf. Nach dem Schlaf bist du normalerweise voll. Macht keiner, ne? So ein scheiß Fuchs ist hier nicht. Also ich wollte das Geschirr herstellen, deswegen habe ich das ja so. Stimmt, das Geschirr hier für das andere. Geht wieder nicht. Warum denn nicht? Wegen Fasern. Fasern ist halt auch nicht automatisiert. So. Achso, ich kann das upgraden. Warte. V. Next Level. Ja. Next Level. Hast du eigentlich Foto gesehen, wo du von dem T-Shirt? Habe ich präsentiert, auch immer wieder gezeigt. Reingehalten, gezeigt und ich habe irgendeine Folge damit gemacht. Ich muss dir mal das raussuchen und vielleicht Bilder schicken oder so. Ich hatte auf jeden Fall ein Bild im Discord drin. Kann ich jetzt? Yo! Ich kann noch einen hier mal lochen lassen hier. Ich habe doch noch so eine komische Lilie, oder wie heißt die? Fix hier, oder? Hatte ich nicht noch eine geholt? Fixi. Ege. Das ist ein Stern hier, schau mal. Was Besonderes. Außergewöhnlich, ja, okay. Was kann die? Ah, Nightwing ist wieder da. So, das ist ja. Habe ich zwei von denen? Wie viele Wölfe habe ich denn hier? Das kann er. Drachentöter, Hitzkopf und. Na, schau, was der Sparkit kann hier.
Hier, ja, die sind neu. Speichert Elektrizität frei. Die dabei erzeugte Spannung von über 1 Million Volt macht ihn zu einer gefährlich improvisierten Wurfwaffe. Kann auch Befehle als Handgranate ausgerüstet werden. Okay. Das ist die Handgranate. Stimmt, das haben wir schon gehabt hier. Einfach Handgranate. Hier, das muss ja nicht für dich sein, wo das hier ist. Gras. Die haben alle Grasfähigkeiten. So einen hätte ich gern. Die beiden hätte ich gerne. Die haben wir ja schon gesehen. Das ist der Boss. Das Lambell haben wir auch, krass. So, wen soll ich jetzt noch arbeiten lassen? Hier, wen machen wir jetzt noch? Ich dachte, ich hätte noch so eine. Dann nehmen wir so einen Helfer, der... Nee. Also eigentlich bräuchte ich noch einen Fuchs, weil kein einziger Fuchs geht hier hin und tut hier schmelzen. Ah doch, hier macht es einer. Das Ding ist, dieses Material schon aufgebraucht? Weil irgendwie machen sie es halt nicht doppelt. Es kommt jetzt kein zweiter her. Die Pals haben kein Bett. Ja, ja, ich baue noch ein Bett. Sorry. Ich baue noch ein Bett hier. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt auch, ich hab den Pal erst eben dazu geaddet. Gut, mag hier nicht. Gut, machen die. Was hat der gesagt? Was soll ich bauen? Waffenwerkbank. Jo. Kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah, gibt einen Gleiter. Ein Fallbeingleiter durch die Lüfte. Andere Fluggeschwindigkeit, okay. Irgendwie ist meine Brille so schmutzig. Oder sind, eigentlich nicht, ich habe sie geputzt, aber es ist noch so ein Punkt, der stört mich total, wenn ich lese. Dann stört es halt. Zuchtfarm! Endlich Bumsen, Digga! Hier kannst du 2 Pauls hinschicken, um sie einlegen zu lassen. Als Motivation zum Eierlegen wird Torte benötigt. Feine jeden Tag Geburtstag oder was? Erhöht das Arbeitstempo von den Pals. Ja, das braucht man auf jeden Fall. Gigasphäre. Da, mit 20 kann ich die Waffenwerkbank. Boah, olympisches Feuer. Nochmal das Arbeitstempo wird erhöht. Okay, dann kann ich erst mit Level 20 kommen. Ach, geht ja. Ich bin ja 17. Geht ja. Geht ja, geht ja, geht ja. Kuchen und Vögel gekauft. Main, oder? Antikes Tischset. Muskete haben wir dann hier. Betäubungsknüppel. Jo, es ist ja wie arg jetzt hier. Schock versetzen. Metallrüstung, jo, geil. Metallhelm, Springbrunnen, Arbeitstempo von Bewässerungen. Okay. Hey, wo zum Teufel sollen wir das denn alles hier hin tun? Das ist krass. Kann ich jetzt endlich das Geschirr hier bauen oder habe ich die Matze was anders verbraucht? Faser. Ich habe jetzt von 2 Viechern, dass sie draußen bleiben können. Können dann alle draußen bleiben? Da bin ich ja gespannt, ob das geht. Ich baue jetzt mal, ich baue nur Fasern. Vielleicht auch Leder noch. Tanzi Faulenz, typisch.
Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, Voodoo, ne? Das ist jetzt weniger so auf das Bauen ausgelegt. Du bist eher der Kreator, der so kreiert die Sachen. Ich, mir ist es egal. Ich will alles andere machen, nur nicht bauen. Bevor, also Keksi hat das Haus ja fertig gebaut. Bevor Keksi kam, war das Haus 3x3 und es war nur da, wo das Bett war, war ein gerades Dach. Ende. Und dann hat er es ein bisschen größer gemacht. Hätte ich ja auch gemacht, aber trotzdem gerade, so wie so eine Lagerhalle. Es muss schmecken, nicht wirken, weißt du, wie ich meine? Ich finde es geil, sowas zu haben, aber ich würde es doch nie selber bauen wollen. Wäre mir egal. Uhr Fortnite Map Release. Haben wir eine neue Fortnite Map Release heute oder was? What the fuck? Ist das schon später als die Uhrzeit, Lu? So, darf ich jetzt das herstellen? Das ist ja für ihn selbst eigentlich. Die helfen ja eigentlich immer. Du hast doch noch was so geschickt, habe ich gar nicht gesehen. 360 Test DVR. Okay, wild. Und Schnee bei euch, ey, krass. Ja, ist er hier auch noch, aber diese Woche wird's jetzt schon 8 Grad oder so. Alexa, Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei minus 8 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 3 Grad erwartet. Bis 8, 3 und es wird halt diese Woche warm sogar. Okay, Daydream-Halsband. Er ist ja so ein Daydream. Kann ich das andere auch bauen? Ja, hier ist noch alles voll. Leder brauche ich noch 2. Ah, die 360-Grad-Kamera. Oha, geil, Mann. Das ist halt... Das Videomaterial muss krass sein von so einer Kamera. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Ist es dann nur so eine Kugel? Wo du dann dauernd drehen musst und raus und ranzoomen musst. Weil du kannst ja quasi ein Video machen aus 10 Perspektiven. Weil du kannst ja alles machen. Wie denn mit dir ab? Ach so, der kann das Mehl machen. Das sieht irgendwie wild aus, was der hier macht. Okay. Alles klar. Das sieht irgendwie verrückt aus. Und ich habe vergessen, wieso ich da bin. Ja, mit einer Kamera kannst du halt alle Perspektiven haben. Das ist halt krass, sowas. Genau, Daydream wollte ich halt schauen, wenn ich einen im Team drin habe. Da, den da. Mal tauschen. Mal rausnehmen. Hallo. Braucht noch mehr von denen. Die sind irgendwie die besten Arbeiter. Okay, das heißt, er kann jetzt immer draußen bleiben. Aber kann er doch sowieso anheben. Menü öffnen. So, warte, lass mich das mal nehmen. Ich habe es, glaube ich, gar nicht genommen, oder? Ermöglicht es Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und der Schützenhilfe zu geben.
Check ich nicht. Wieso? Das ist doch eh draußen. Du kannst immer nur eins nutzen. Der ist doch eh draußen, wenn ich ihn ruf. Wo guckt der denn? Pfeile macht er. Ja, ich tu die Pfeile mal hier hin. Ich hab zu viele. Ich hab jetzt 320. Ich tu mal die Hälfte deine Kiste. Ich, hä? Die lässt doch halt Goldmünzen fallen die ganze Zeit. So, komm mal mit. Also, durch das Geschirr, was ich jetzt habe, ist das, du hockst zu Hause und das ist Licht aus dem Fenster, oder was? Oder wie verstehe ich das? Okay. Also kannst du dich zeigen und das Licht aus dem Fenster. Aber das ist ja trotzdem ein Videosignal, gell? Du kannst jetzt nicht sagen, also das kannst, also das geht nicht, dass du jetzt als eine Signal hast und kannst verschiedene Sachen gleichzeitig anzeigen. Oder das geht ja live nicht, oder wie ist das? Wenn ich zum Beispiel so eine Kamera hätte, bräuchte ich halt nur noch einen, dann könnte ich halt alles anzeigen lassen. Aber nur das anzeigen, was ich halt anzeigen lassen möchte. Du musst quasi das Signal splitten. Und dann musst du es halt dann, also ich weiß ja nicht, wie das sein soll. Live. Dämonischer Traumjäger habe ich hier. Der ist die ganze Zeit im Kopf von mir, oder was? Hier. Wenn ich jetzt einen anderen raushole. Oh mein Gott. Der ist trotzdem da. Der Video von zwei Linsen. Hast du dir die Samsung S24 Ultra Präsentation angeschaut? Das ist heftig. Jetzt ist er trotzdem da. Okay, das funktioniert. Ey. Man kann jetzt mit mehreren Leuten gleichzeitig draußen sein. Ich fand die nett. Ich fand die cool. Ich meine, ich habe ein altes S8 Plus. Für mich ist alles, was nach 2018 entwickelt wurde, was Handys angeht, eine Revolution. Aber das ist schon krass mit der AI. Habe ich ja. Ich habe ja schon viele Präsentationen gesehen, aber die ist echt nice. Die haben so viele Content Creator mit eingebunden, was ich okay fand. Auf irgendeine Art, auf andere Art ein bisschen übertrieben. Aber das ist halt die Möglichkeit, direkt an die Kunden ranzukommen. Wenn ich jetzt den anderen hole, wie ist es dann? Er bleibt immer da. Das kann ich mit der anderen aber auch machen dann. Okay, wow. Krass. Okay, das ist jetzt wild. Du kannst normalerweise immer nur ein Pal draußen haben, aber mit dem kannst du halt die immer draußen haben. Wer weiß, für wie viel es noch so gibt,
von den Geschirrdingern da. Wow. Wenn ich jetzt nur die habe. Was ist denn hier? Chill doch mal. Ist ja nicht schlimm, du telefonierst ja sowieso durch Voice-over-IP. Obwohl, das macht ja nichts. Über WhatsApp, über Discord, über alles. Das wird bleiben. Brauchst du nicht telefonieren über andere, über diese alte Technik. Telefonieren wirst du immer können, weil Kommunikation ist halt das A und O. Ob durch Instagram und Social Media, egal was, das ist ja das A und O. Das klassische Telefon brauchst du ja gar nicht, so gesehen. Nicht mehr. Ich weiß ja genau, was du meinst. Ich kenne dieses Boomer-Gerede da. Ja, kann das Telefon, kann alles, nur nicht telefonieren, ist ja klar. Sicher, dann braucht man gar nicht mehr telefonieren, ist keine da. Aber die vergessen halt, dass nur eine Art von Telefonieren ist. Die ganzen Apps und alles können alle telefonieren, nur halt nicht durch das klassische Netz. Ja, ist ja klar, kann alles. Aber ich verstehe den Witz, ich bin ja auch Ü40, das passt ja. Ich verstehe den Witz. Jetzt probiere ich mal das hier. So. Ich probiere mal das hier. Okay, jetzt habe ich zwei von denen draußen. Obwohl ich nur... Und den Nightwing. Oh mein Gott. Ich brauche noch ein paar von denen. Mit einem Geschirr zwei von denen. Lila brauche ich. Dann kann ich auch dieses andere herstellen. Dann kann ich fünf von den anderen draußen haben und die... Weißt du, habe ich keine Nutzerberechtigung? Was ist denn jetzt? Administrator brauche ich. Ja, lass mich in Ruhe. Geht alles noch? Ja, gell? Ich habe zu viel in der Tasche. Was habe ich jetzt schon wieder eingesammelt hier? Holz, wieso wieder ein Depp? Die sind jetzt immer da. Und wenn ich jetzt, warte mal, vier... Nightwing füttern, Nightwing streichen im Modes. Befehl Angriff. Angriff einstellen. Okay, so kann ich das machen. Oh, wie krass, Mann. Wo gibt's denn die überhaupt? Jetzt kann ich hier so. Und jetzt sind die anderen auch dabei. Okay, die können nicht fliegen, oder was? Aber die kommen einfach mit, egal wo ich hingehe. Das kann ich mit mehreren machen. Wow, wo gab's denn die, ey? Wenn ich jetzt sage hier, warte, 4 Eingriff einstellen, weil ich... Wenn die einfach einmal angreift, dann ist es vorbei. 69 sagst du? Wie, du hast es nicht geschafft? Alter, du stirbst nicht noch einmal schlagen. Ich den eben angegriffen. Ich habe noch von keinem einzigen Zähne. Krass. Ich will von dir noch ein paar haben als Spaß. Mal testen, ob ich da was angreife. So for real halt. Es ist nur zum Test jetzt hier. Ja, nicht geklappt. Aber passt, alles gut.
Kiste. Pfeile, Goldmünzen. Wird wieder Nacht? Bin ich wieder Nacht draußen hier? Okay, jetzt ist es ja, also, das ist ja noch wilder. Hey, imagine, ich habe dann die Typen, die Maschinenkanonen haben, die Special-Effekte. Da gibt es ja welche, die haben wirklich Maschinenguns dabei. Hier von 10. Ich brauche mehr für Bonus. Das seht ihr ja gar nicht hier. Also ist egal, wenn ich 10 davon brauche, mehr für Bonus. Von jedem so 10. Und dann kann ich die ja auch noch schlachten. Dann bin ich bessere Züchter oder was? Okay. Jetzt hier rechts steht eine Zahl, zack. 4 von 10. Achso, ich krieg so viel. Ich krieg so viel XP, wenn ich was fange. Wusste ich gar nicht, dass ich so viel XP kriege, wenn ich was fange, krass. Wenn ich 10 von den gleichen habe, dann krieg ich noch mehr XP. Und anscheinend nur von den ersten 10. Aber so Abschluss von 10 kriegen wir bestimmt auch hier. 5 von 10, ne? Krass. Bin mal gespannt, ob wir danach also noch ein bisschen leveln und danach auf die andere Insel gehen oder so. Oder zumindest auf dieser Insel noch weiter entdecken. Irgendwann soll ja Keksi zu uns stoßen. Und dann ist das zu zweit wilder. Okay, hier sind die. Ding ist, hoffentlich verbrennen die mich nicht. Den habe ich auch nur so wenig. Ich habe immer komplett aufgehört. Ich habe auch jetzt gar kein. Wenn du im Dorf bist, hast du so viel zu tun mit dem Managen, dass du gar kein gar nicht aus dem Dorf raus willst. Krass. Bin ich auch auf der Seite hier. Ja, die Typen sind hier eh krass. Was für Level haben die denn? Wenn ich bis ich von denen 10 zähme, wird's ja wild. Hey, dir. Ho, dir. Ja, ja, ist echt so. Wodurch ist echt so. Ja, gut, ich bin ja mittlerweile höher. Dann geht das ja. 35%? Lol, easy. Alter. Hä, ich wusste nicht, dass es so kann ich leveln. Okay, das ist eigentlich das Hauptding vom Spiel, oder? Oh. Jetzt schießt er bestimmt. Oh. Will ich halt nicht töten, Alter. Wenn ich noch einmal schieße mit dem Ding, bist du tot, oder? Aber Nahkampf ist halt saugefährlich mit dem. Hallo? Ja, hat geklappt. Lol. Okay, anscheinend spiele ich jetzt richtig. Ich gehe rum und hole einfach alles.
Oh, oh, oh. So, Liftmunk, irgendwas war mit denen. Warum wollte ich von denen noch welche haben? Okay, krass. Das ist hier mit. Achso, das ist mit dem Pocket-Ging gemeint. Lol. Die ganze Zeit so, oder was? So, wir haben in Ark auch die Pokebälle eigentlich gehabt. Krass. Wir laufen die Tanzis immer weg. Tanzi, bleibst du? Hallo? Tanzi? Tanzi, bleibst du? Oh, es ist ja wieder ein halbes Level schon. Werte erhöhen, Gewicht, Arbeitstempo, Angriff, Ausdauer, Leben. Ich meine jetzt nochmal Leben. Und ich komme auf Leben geskillt, nur auf Ausdauer. Nur auf Ausdauer bin ich gegangen. Ich bräuchte noch von den Schafen einen Bonus zu kriegen hier. Geht hier Schlag auf Schlag? Habe ich das Schaf bekommen? Keine Ahnung. Level 1 Schaf. Jo, jetzt brennt es auch noch. Hallo? Hey! Kommt. Habe ich das jetzt fertig? Habe ich Bonus bekommen für das? Hab gar nicht geschaut. Oh, Nightwing, noch eine Welt Ultra. Eigentlich suche ich die, die hinter mir herfliegen, die gleichen. Jo, Ultra tot. Okay. Diese Welt ist so krass belebt hier. Nachts schlafen die halt alle. Die haben alle so irgendwie so einen normalen Zyklus hier. Ganz verrückt. Nur ich nicht. Ich bin unterwegs. Im Dunkeln such. Es gibt doch spezielle nur Nacht-Pauls. Aber no joke, das mit dem Ding hat mir das Spiel eigentlich am meisten versüßt. Pauls hin oder her, dass sie helfen, ist total ultra geil. So wie Dinos bei Ark, die haben ja auch geholfen und konnten sie auch nutzen. Aber dass der Zugriff vom Inventar halt überall geht von den Kisten. Du tust was in die Kisten und jede Werkbank kann darauf zugreifen. Ende der Geschichte. Fertig. Du musst nicht hier tauen, sortieren, dann musst du es rausnehmen. Dann tust du es von der Hand in die Werkbank, dann tust du was herstellen. Weißt, Realismus oder so eine Scheiße hinterher. Ich hopp vom PC hier.